Hallo. Wie angekündigt, war der Impuls irgendwie gerade da, ein bisschen zu euch live zu kommen, ein bisschen zu sprechen, einfach mal zu schauen, was hier gerade in meinem kollektiven Feld los ist und eventuell auch ein bisschen mit euch zu plaudern und wie wir diese Energie hier einfach transformieren können. Da flutschen ja schon einige ran. In diesem wundervollen Raum. Und ja, mal eine Frage an euch. Was liegt euch gerade am Herzen? Was ist bei euch gerade so los? Welche Themen zeigen sich gerade? Ihr könnt es die gerne in die Kommentare reinschreiben. Und ich werde da ein bisschen drauf eingehen, weil, wie gesagt, ich hatte den Impuls eben, es regnet hier auch. Und die Arcturianer sind heute sehr präsent, euch einfach auch wieder daran zu erinnern, dass wir in diesem Leben nicht alleine sind und dass wir alle ein geistiges Konglomerat an Wesenheiten haben, die uns in dieser Inkarnation unterstützen. Jamina schickt schon zwei Herzen. Genau. Und wir sind multidimensionale Wesen. Und wir dürfen natürlich auch die Liebesenergie in uns empfangen. Weil das, was ganz viele da draußen fühlen, ist einfach manchmal dieses Gefühl von Mangel, nicht genug zu sein. Oder es sind gerade Herausforderungen im Leben da, die irgendwie unüberwindbar scheinen. Oder irgendwelche anderen Probleme, für die es vielleicht im Moment gerade keine Lösungen gibt, beziehungsweise steht man gerade so nah am Problem, dass man die Lösung gar nicht sehen kann. Und ich habe vorhin eine Karte gezogen von den Meerjungfrauen und da kam raus, sich verlieben, das gegenseitige göttliche Küssen in dir selbst. Ja, was ist damit gemeint? Es geht um die männliche und weibliche Energie und ich habe heute auch einen neuen Kornkreis gepostet. Ihr könnt euch das Symbol in meiner Story anschauen. Und da haben ganz viele geschrieben, dass sie das Gefühl haben, den Impuls, dass es hier um Sacred Union geht. Also die Vereinigung der göttlich-männlich und der göttlich-weiblichen Energie. Wie passend wieder mal. Ja, das freut mich. Und ich meine, wir verlagern ganz viel ins Außen und erhoffen uns, dass wir im Außen etwas bekommen, damit wir im Inneren etwas fühlen, uns ansfühlen. Aber wie wir alle wissen, wenn wir unsere Probleme und unsere Verlangen und unsere Wünsche immer ins Außen projizieren oder spiegeln, wann ist dann der Punkt, wo wir frei sind von Abhängigkeiten vom Außen? Und das ist immer wieder so wichtig, dass wir genau an der Stelle nach innen blicken und erkennen, dass alles schon da ist. Dass dieses Gefühl, was ich haben möchte, immer nur von mir selbst produziert werden kann, sozusagen. Nur wenn wir darauf programmiert sind, auf alles zu reagieren, was im Außen passiert und aufgrund dessen bestimmt das Ereignis meinen Gefühlszustand, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Stabilität und in einer inneren Ruhe oder in einem inneren Frieden ruhen, auch sehr gering. Also dürfen wir uns wieder in uns selbst verlieben und erkennen, dass den ganzen Mangel, den wir erzeugen, teilweise künstlich produziert wird durch unsere Glaubenssätze, durch unsere Verletzungen, durch unsere Erfahrungen. Auch, dass wir hier in dieser Schöpfung in die Polarität gefallen sind. Aber wenn wir diese Kräfte in uns wieder vereinen, und auch unsere Liebesfähigkeit wieder potenzieren und uns öffnen dafür unser Gefäß,
dass die Gefühle wieder fließen können durch unsere Haarsäule und nicht ständig unterdrückt werden. Deswegen haben ja auch ganz viele so Probleme mit dem Rücken, mit den Bandscheiben, weil es nicht fließen kann, was fließen möchte. Und da dürfen wir uns wieder dafür öffnen, uns selber das zu geben, was wir brauchen, uns von den Abhängigkeiten und Beziehungsbändern im Außen zu lösen, dass unser Resonanzfeld klar ist und dass wir dementsprechend auch das anziehen, was zu uns passt und was wir uns wünschen. Und ich war da selber gestern auch in einem Rahmen von einer Kollegin, wo ich mir wieder erlaubt habe, zu empfangen und aus dieser gebenden Energie auch wieder ein bisschen zurückzugehen und mich zu öffnen für all die Fülle, die bereits da ist und die ich nicht sehen kann. Um dieses Fließen in mir selber wieder verfügbar zu machen. Diese innere Quelle anzuzapfen und nicht ständig irgendwelche Staus zu verursachen darin. Und wenn ihr euch das anschaut, dieses Bild, dann seht ihr auch, es ist die Sonne da, es sind Wolken da. Das ist das Leben. Die Wolken kommen und gehen. Nur, was wir jeden Tag dabei empfinden, ist, ob wir den Fokus nur auf die Wolken geben oder auf die Sonne oder ob wir einfach für uns selber bestimmen, in jedem Moment uns einfach vollständig zu fühlen und das Gefühl in uns zu kreieren, indem wir auch ganz achtsam auf unsere Gedanken blicken. Was denke ich dann überhaupt? Weil die kreieren ja wiederum das Gefühl und die Situationen in meinem Leben. Vielleicht kommt noch eine andere Botschaft. Ich werde die Karten mal mischen und die Meerjungfrauen befragen. Und ihr könnt gerne noch Themen oder Fragen in die Kommentare schreiben. Dann kann ich da auch drauf eingehen. Okay, die Karte, die gefallen ist, die Rückkehr der Aphrodite. Und wir haben hier wieder im Hintergrund Wolken und die Sonne, aber jetzt kommt das Wasser dazu und die Delfine. Delfine sind für mich auch immer so ein bisschen die Atlantis-Energie. Und es steht drunter, Tempel, Geburt der Göttin, Führung, Energie der Göttin, etwas heilig halten. Und sie trägt einen Schlüssel vor ihrem sakralen Zentrum. Wir Frauen, und ich meine, hier folgen wir ja meistens Frauen, auch ein paar Männer, aber das ist auch für die Männer wichtig, dass sie ihre weibliche Energie in den Fluss bekommen. Weil das Weibliche, wenn das sich öffnet und das sakrale Zentrum wirklich bereit ist zu empfangen, hat das Auswirkungen auch auf unsere Männer, auf all unsere Beziehungen und natürlich auch auf die männliche und weibliche Energie in uns selbst. Also unser Körper ist unser Tempel. Fühlt mal wirklich hinein in euren Körper und beobachtet, wo hier die Energie noch nicht frei fließen kann und wo vielleicht auch wirklich noch so ein Zurückhalten oder ein Kämpfen da ist. Und wo das Wasser, nämlich die Gefühle in uns selbst, einfach mal zum Ausdruck kommen möchten. Sophie schreibt, ich hatte gerade in einer Schmerzkörperreinigung eine Reise in meine atlantische Erfahrung. Wie schön, während ich auf der Raumstation Zeit verbracht habe und gewartet habe, dass die Reinigung abgeschlossen ist. Oh ja, ich meine, meine lieben Diamond Healer, die unterwegs sind und gerade mit den arcturianischen Kristallenergien arbeiten, die werden ja merken,
dass die Arcturianer die Vorfahren der Atlantis sind und dass diese DNA und diese Informationen in uns schlummern. Und je mehr wir uns auf den Weg begeben, uns selbst zu erfahren und selbst zu erkennen, desto mehr kommen diese ganzen Bewusstseinspakete auch wieder zu uns zurück. Und die öffnen uns wiederum auch für die ganzen Erinnerungen und die Erfahrungen, die wir schon hatten, vor, ich sag mal, ungefähr 26.000 Jahren. Und wir können wie per Knopfdruck das wieder aktivieren, reaktivieren. Und im Hier und Jetzt, in dem Brennpunkt in unserer Inkarnation, uns quasi wieder in unser multidimensionales Selbst zu stellen, in unserer Mitte und somit die ganzen Parallelinkarnationen freischalten. Richtig viele Angebote dort oben für uns, Healer. Ich finde das super schön. Ja, also so vielfältig. Und jedes Mal begibt man sich auf so eine individuelle Forschungsreise, finde ich. Und man gewinnt Erkenntnis für sich selbst. Aber auch, wenn man mit anderen Sitzungen macht, ist das so an sich Wiedererkennen. Also man trifft wieder Seelenfamilie. Und das ist auch gerade so ein Thema, dass viele, mit denen ich arbeite und die auch in meinen Kursen drinnen sind, also jeder, der in meinem Kurs ist, in den ganzen Gruppenkursen vor allem auch, hat auch den Schutz dieser Gruppe und durch mich. Und deswegen fühlt es sich dann auch ruhiger und entspannter an, nur manchmal bewirkt das auch, dass unsere Familie oder unsere Umgebung uns gar nicht mehr so wahrnehmen kann oder, wie soll ich sagen, manchmal auch Probleme verursacht, wenn wir uns genau für solche Themen öffnen und uns immer wohler fühlen, aber im Kollektiv, was ich gerade so wahrnehme, rund um uns sich immer mehr Menschen unwohl fühlen. Und worauf ich hinaus will, ist einfach das, was wir tun können, dass wir auch unsere Familie, unsere Freunde von diesen Energien erzählen, damit sie sich auch leichter tun. Weil je höher wir schwingen, desto leichter werden Verkrustungen und Unpässlichkeiten, Auseinanderbrechen von uns abfallen. Und wir können einfach viel einfacher mit dem Leben hier umgehen und das auch genießen lernen. Und eine Prüfung oder eine Herausforderung vielleicht auch ein bisschen so zu sehen wie, hey, spannend, ich habe hier jetzt eine Herausforderung und ich begebe mich jetzt auf den Weg, dieses Rätsel zu lösen. Und wie genial ist es eigentlich, das kennt jeder von euch, wenn man ein schwieriges Rätsel unter Anführungszeichen löst und das Gefühl, was dann entsteht, es geschafft zu haben. Das ist ein ganz spezielles Gefühl und ist ganz anders, als wie wenn jemand hergehen würde und sagen, so, das ist die Lösung. Also es ist immer die Selbsterkenntnis und die Reise auf diesen Selbstmasterungspfad mit allem, was wir empfangen, mit allem, was wir bekommen, es dann durch unsere eigene Energie noch zu potenzieren. Und wir haben natürlich unsere Unterstützer auf dieser Reise. Könnt ihr auch gern die Arcturianer einladen oder die Meerjungfrauen oder wer auch immer in euer Feld kommt. Und da kommt gleich Telepathie. Nehme ich dann auch mit der Seelenfamilie telepathisch in den Kontakt zu treten. Über nonverbale Kommunikation, über energetische Impulse. Und dann empfangen wir. Und das macht uns fruchtbar. Stärkt unsere schöpferische Energie, öffnet unser Potenzial und auch wiederum das Kind und die Mutter ist für mich auch diese sakrale Energie. Da liegt unser Potenzial und unsere Kraft verborgen. Und wenn wir uns da öffnen, wird unglaubliche Power frei.
Ich habe mich auch entschieden, spontan am Donnerstag am Abend, am 13. Juni um 19 Uhr eine Aura-Reinigung zu machen mit den Aktorianern, aber nicht nur eine Reinigung, sondern auch eine Neukalibrierung kam an. Nämlich, dass wir unseren physischen Körper, aber auch unsere energetischen Körper, die Updates und Upgrades geben, die wir brauchen, um einfach leichter, höher zu schwingen und in dieser Schwingung konstanter zu bleiben. Und da will ich euch jetzt ein bisschen eine Kostprobe geben. Da kommt gleich die Empfänglichkeit. Also wer möchte, kann dieses Geschenk für sich jetzt empfangen und erlaube es dir anzunehmen. Wer das jetzt nicht will, der darf gerne den Raum verlassen. Sophie schreibt noch, meine Frage wäre gerade gewesen, wie ich meinen Kanal und die Verbindung zu meinem Körper noch mehr entfalten kann. Und dann sagst du das. Ja. Also auf jeden Fall jetzt durch das Empfangen und durch das Öffnen dafür. Und so lade ich euch an, euch durch ein paar Atemzüge in die Ruhe zu bringen, vielleicht noch einen Schluck zu trinken. Und ein bisschen meiner Stimme zu lauschen. Ich werde euch jetzt live mitnehmen, wie ich in den Kontakt mit den Arcturianern und den Sternenvölkern trete. Und beobachtet einfach in eurem Körper, weil das ist euer Wahrnehmungsinstrument, was sich wandeln und alchemieren darf. Vielleicht kommt ihr auch ein kleines Channeling durch. Mal schauen. Ich rufe die Urquelle selbst und Elohim, Arcturus und Diana. Und alle geistigen Begleiter, die sich dieses Video hier anschauen, die uns unterstützen möchten. Und die der Urquelle gegenüber absolut loyal sind. Und wir werden jetzt eine kleine Reise auf die Raumstation der Arcturianer machen. Und wenn ihr dazu stimmt, dann werden jetzt feinstofflich zwei Arcturianer in euren Räumlichkeiten auftauchen. Und euren Astralkörper mit in die kristallinen Heilkammern nehmen. Schöpfer meines Lebens, Quelle des Lichtes, entfache die Liebesflamme in meinem Herzen. Wache in mir, geliebte Flamme meines Herzens, und erwecke das Strahlen und Leuchten in meinem gesamten Sein. Jeder einzelne von uns schwebt jetzt in einer kristallinen Kapsel aus blau-weißem Licht. Geliebte Sternengeschwister, ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen auf unserer Raumstation. Wir sind eure Vorfahren
und waren über lange Zeit Ionen von Zeiten mit euch im Kontakt. Nicht nur geistig, nein, auch physisch. Doch es kam eine Zeit, wo dieser Kontakt vermehrt abgebrochen wurde, da das Bewusstsein der Menschheit kollektiv in eine Dunkelheit gefallen ist. Und seit dem Jahre 2012 sind vermehrt Lichtwesen wieder aus dem Dämmerschlaf erwacht. Und erneut gab es Wellen des Aufwachens. Und auch nun befinden wir uns aktuell in einer riesigen Welle des Erwachens. Immer mehr erkennen, dass ihre Herkunft von den Sternen wieder aktiv wird und sie sich erinnern. Es ist subtil im Unterbewusstsein oder in Träumen, aber vermehrt wird wahrgenommen, dass etwas in ihnen schlummert, was zum Vorschein möchte. Und so möchten wir euch nun erinnern und denjenigen, der nun mutig ist, ein vergangenes Leben zeigen. Ihr erhaltet die Möglichkeit nun, in dieser Kugel, in diesem Raum, eure Hand hineinzulegen und die Botschaft für euch zu empfangen, die für euch in diesem jetzigen Moment und für die nächsten Wochen wichtig ist. Denn dies könnte ein Schlüssel für dich sein, um weiterzugehen, um Informationen zu erhalten, die bis jetzt noch gefehlt haben. So nehmt euch Zeit. Und beobachtet die Bilder, die ihr nun empfangen könnt. Tenavaitaka Somalaham. Diese Worte öffnen eine Erinnerungsbank in euch und ihr bekommt Zugriff auf dieses spezielle Leben in der Akasha-Chronik. Auch wenn dies für manche von euch etwas fremdartig oder neu jetzt klingt, so versucht, euren Verstand zu beruhigen. Denn es geht nicht darum, im Hier und Jetzt alles erfassen und greifen zu können. Es geht darum, diese Energie in sich wieder anzunehmen, zu empfangen. Diese Essenz eurer Seelenherkunft. Denn viele von euch haben diese Sehnsucht nach ihrem Zuhause. Und dieses Gefühl in euch, durch euch wieder aufsteigen zu lassen, wird euch eine Harmonisierung
und eine Balance auf allen Ebenen im Hier und Jetzt ermöglichen. Wir, die Arcturianer, sind eure Sternengeschwister, die euch dabei unterstützen, durch die wilden Wellen auf den Ozean zu schwimmen. Und wovon wir sprechen, sind die Wellen in euch selbst, in euren Gefühlskörpern. Wenn ihr diese Gewässer beginnt zu beruhigen durch dieses tiefe Vertrauen in eure Seelenessenz und dem Wissen, dass ihr alles mit hierher gebracht habt, um die Veränderung zu verursachen, um dieses Schiff und die Not zu wenden. Erst wenn dieses Vertrauen in euch tief verankert gefühlt werden kann, erhaltet ihr eine innere Stabilität, die euch als Kapitän in dieser Inkarnation durch dieses Leben über alle Hindernisse hinweg führt und leitet. Denn es braucht nicht den Retter vom Außen. Es braucht das Hereinkommen von euch selbst und das Hervortreten eures höchsten wahren Wesens. Somit ist nun an dieser Stelle Schluss mit der Erniedrigung und des Kleinhaltens von euch selbst. Dieses Programm hat ausgedient. So nehmt nun eure Hand zu euch zurück und legt sie an euer Herz. Verinnerlicht diese Erinnerungen, Bilder, aber auch die Klänge, die Eingebungen. Und nehmt sie auf in eurem Herztempel, sodass sie jederzeit für euch verfügbar sind, wenn der Same gereift ist. Wir, die Arcturianer, senden euch nun unseren Segen. Und möchten euch danken für diesen Weg, für euren Mut und eure Offenheit uns gegenüber. Denn durch eure Öffnung und durch euren Mut können wir vermehrt mit euch in Kontakt treten und die Wahrscheinlichkeit, uns physisch zu treffen, erhöht sich mit jedem Mal um das Vielfache. So danken wir euch und verabschieden uns. Doch nur temporär. Denn viele von uns sind inkarniert unter euch. Und eine Familie wird sich finden über Äonen von Äonen.
Es ist unmöglich, dieses Familienband zu vergessen. So spürt ihr dies nun in euch selbst, ob unsere Worte wahrhaftig sind. So verabschiede ich mich. Now you come I. Ja, alle, die jetzt noch da sind, können wieder zurückkommen in ihre Körper. Vielleicht noch einen Schluck trinken. Alle, die jetzt dazukommen, ich habe gerade ein Live-Channeling der Arcturianer gemacht auf der Raumstation. Dann könnt ihr euch das Video dann später nochmal anhören, wenn ich es speichere. Und vielleicht hat jemand etwas in den Kommentaren noch zu teilen, dann könnt ihr das jetzt gerne reinschreiben. Ich gebe euch noch ein paar Minuten. Aber ich bin gespannt, ob ihr eure Geschenke empfangen habt und was ihr gefühlt habt. Wenn euch das zu persönlich ist, könnt ihr mir auch eine private Nachricht schreiben. Mir ist wichtig, dass ihr euch gut fühlt. Jetzt ziehe ich schon wieder genau die gleiche Karte. Okay. Gibt es noch eine Botschaft? Vielen lieben Dank. Ich habe das Zepter gesehen, das ich schon durch so viele Leben empfangen und immer wieder gefühlt habe. Wow. Ja. Wenn wir alle wieder unser Zepter annehmen. Wow, was ist dann möglich? Mit Wissen und Weisheit und mit einem liebenden Herz durchs Leben zu gehen. Sehr schön. Sirenengesang, der Ruf, Aufforderung, Stimme erheben, etwas anerkennen. Ja. Erkennen wir unser wahres Sein wahrhaftig im Hier und Jetzt an. Und das Ende der Karte. Seelenkäfig, Rettung, Flucht aus Gefangenschaft und Beschränkung. That's it, nämlich dieses selbst erschaffene Gefängnis oder das, was andere erschaffen haben, als wir hier auf die Erde gekommen sind, das dürfen wir loslassen. Da dürfen wir wirklich mal die violette Feuerkraft anfließen lassen und sprengen und uns befreien aus dieser Knechtschaft. Es ist vorbei, es ist vorbei, es ist vorbei. Hier in diesem Leben jetzt dürfen wir uns entfalten. Dürfen wir unsere Wahrhaftigkeit leben. Und die will wieder zum Vorschein. Unser inneres Licht will leuchten. Nichts mehr überstülpen lassen. Okay, ihr Lieben. Gibt es noch irgendwas, was ihr teilen wollt? Dann bedanke ich mich, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt. Und nicht vergessen, am 13. Juni um 19 Uhr gibt es eine Aura-Reinigung, die nochmal intensiver werden wird mit der Neukalibrierung. Herzumarmung an euch. Alles Liebe.